Endlich, nach so langer Zeit ist es soweit. Wir stellen uns heute dem letzten Boss von The Legend of Zelda Minish Cap. Link ist bereit und ich auch. Hier begrüßt euch wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Minish Cap. Heute werden wir durch diese Tür gehen und wir werden uns Vati stellen, dem bösen Hexenmeister, der Zelda zu Stein verwandelt hat. Wir wollen Zelda retten, Hyrule retten, die Welt retten. Einfach alles und jeden retten. So, wir gehen allerdings, bevor wir losgehen, nochmal eine kleine Checkliste durch. So, was brauchen wir? Wir haben alle unsere Items. Pfeile sind aufgeladen, Bomben sind aufgeladen. Wir haben Nairus Talisman für die Defensive, Dins Talisman für den Angriff. Wir haben zwei Feen. Wir sind also dementsprechend bereit. Ich bin nochmal offscreen alle Schriftrollen der Schwertkunst durchgegangen, wie man nochmal alle Attacken macht. Besonders diese macht mir ja immer ganz große Probleme. Nämlich die hier, aber ich habe jetzt, glaube ich, eine Taktik rausgefunden, wie ich die ganz schnell hinkriege. Also von daher, einfach für den Fall, falls wir sie brauchen, habe ich alles bereit. Dann, unsere Herzen sind voll. Ich habe zur Sicherheit 3 Save States gemacht und ein Ingame Save. Falls was passiert, kann ich auf jeden Fall irgendwie wieder hierher kommen. Es wird kein Problem sein. Und bevor wir gehen, noch eine Kleinigkeit. Wir mögen zwar gut auf den Endboss vorbereitet sein, das bringt aber nichts, wenn mir der Hals kratzt. Deswegen werde ich jetzt noch einen Schluck trinken und dann gehen wir durch. Dann würde ich sagen, sind wir bereit. Ich behalte mir allerdings vor, während des Parts zu trinken. Oder mir die Hände abzuwischen, weil ich habe total schwitzige Hände. Ich bin total nervös. Oh, na gut, gehen wir los. Wir öffnen mit dem letzten Master Key im Spiel, denke ich mal, wir haben ja noch Postgame-Content, die Tür. Und sehen mal, wo wir hingehen. Das ist ein sehr netter Gang. Und was? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid gekommen, um die Zeremonie zu stören, doch ihr kommt zu spät. Wenn die Glocke noch dreimal läutet, ist die Zeremonie beendet. Ach, ist das das, wovor mich Ray the Kid noch gewarnt hat? Von wegen, dass ich irgendwie ganz viel schaffen muss und dass ich das innerhalb von 3 Glockenschlägen schaffen muss. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas in der Art war das Rätsel. Ich habe den genauen Text jetzt gerade nicht im Kopf. Also. Und mit dem 3. Glockenschlag werde ich Erzdämon Vati sein. Tja, und Zelda ist dann wirklich nur noch ein Stück Stein. Das bedeutet wohl... Das bedeutet wohl, wir müssen uns ziemlich sputen. Hoffentlich wird uns nichts zu viel in den Weg gestellt werden. Oh je, wir haben keine Zeit. Link, lass uns aufs Dach gehen. Ja, gute Idee. Und wow. Okay, das hätten wir schon mal geschafft. Hast du die Glocke gehört, Link? Nur noch 2 Schläge, Beeilung. Okay, das sieht nach Gegnern aus. Ich mach mal so viele, es geht mit der großen Wirbelattacke fertig. Ignoriert die Rubine. Ignoriert auch, dass ihr eigene Rubine verliert. So. Dann müssen wir uns hier unten scheinbar 4 teilen. Ich habe die Schalter gesehen. Keine Angst, Leute. Und ja, ich merke, dass wir uns sputen müssen. So. Ich will in der Mitte stehen. So. Weiter geht's. Zack. Abbrechen. Weiter. Und so. Was ist jetzt los? Die Glocke hat schon wieder geläutet. Was sollen wir tun? Noch ein letzter Schlag und es ist vorbei. Oh je. Und... Oh nein. 3 Nimbusgarden. Okay. Fernzünderbomben. Komm her. Andere Taktik. Ach, mit der Sturzattacke geht's auch. Okay, wenn es auch geht. Oh Gott, hoffentlich verliere ich jetzt nicht zu viel Herzen deswegen. Man kann ja entweder hinter sie springen und sie angreifen, oder man kann wohl auch mit der Sturzattacke was reißen. Oder einfach irgendwas parieren und dann angreifen. Oder mit der Fernzünderbombe. Oh, verdammt, ich sollte mich nicht selber in die Luft jagen.
Okay, ich brauche wieder den Greifenmantel. Ich muss irgendwie ganz schnell werden. Oh Gott, nur noch 2 Herzen. Fee Nummer 1. Was machen wir jetzt? Fernzünderbombe und... So. Zweite Fee. Oh Gott, bitte lass es irgendwie machbar sein. Oh je, oh je. Okay, Greifenmantel. Oh Mann, ich will nicht verrecken. Okay, gut, die erste ist erledigt. Oh Mann, im letzten... Okay. Du bist der Letzte. Okay, mit einer Nimbusgarde alleine werde ich fertig. Oh Gott. Und... Oh, wir haben es geschafft. Aber wie sollen wir so gegen Barty kämpfen? Oh Gott, wir werden verrecken. Alleine deswegen. In wenigen Augenblicken wäre die Zeremonie vorüber gewesen. Aber ihr müsst mich ja ständig stören. Nun, das ist auch nicht weiter schlimm. Es war nicht sehr viel, aber ich habe genügend Force von Zelda erhalten. Nun kann ich zum mächtigsten Dämonen der Welt werden. Doch zunächst will ich mich um euch kümmern. Ihr seid doch sowieso angeschlagen wie sonst was. Ha! Und... Oh nein. Oh Gott, wir fallen runter. Wieder hier rein und... Vor uns ist Vati... Und wir können uns nicht heilen. Wir sind am Verrecken. Ihr stört mich nicht mehr. Ich werde euch eine Kostprobe meiner dämonischen Macht geben. Und wow, das sieht sehr freundlich aus. Nein, wirklich, das sieht äußerst freundlich aus. Wir sind am Verrecken. Wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Wir werden sowas von sterben. Oh Gott, diese Sphäre rennt hinter uns her. Das ist nicht... Oh nein, wir werden sterben, oder? Oh Mann. Vielleicht was mit dem Bogen machen? Oh nein, wir sind tot. Speichern oder zurück? Speichern oder zurück? Oh Mann. Ja, speichern wir halt, was soll's. Weiter. Heißt das jetzt etwa... Oh, nee, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Scheiße. Ich habe im Ernst beim Endboss den tragischsten aller Tode gehabt. Das ist so dumm. So dumm. Ich möchte gerade heulen. Ich möchte gerade wirklich irgendwas an die Wand knallen und heulen. Na gut. Machen wir weiter. Zweite Fee. Und dritte Fee. Gut, ja. Versuchen wir es einfach. Irgendwie wird es schon klappen. Ich hoffe, ich muss die Prüfung jetzt nicht nochmal machen. Wenn doch, überlege ich mir, ob ich voranschneide oder nicht. Ja, den Talisman verliert jetzt auch seine Wirkung. Toll. Ich wette, ich darf die 3 Prüfungen nochmal machen. Ja. Wisst ihr was? Einfach, weil mich das jetzt so aufregt, werde ich einmal ganz kurz dahin schneiden. Es tut mir leid. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder.
Pünktlich zum Kampf gegen Vati, keine Angst, ich habe nur bis hierher gespielt. Ich habe nicht geguckt, wie der Boss funzt oder sonst was. Und Vati sieht wirklich nett aus in dieser Form. Ich weiß außerdem nicht, was ich mit ihm tun soll. Aber wahrscheinlich muss ich nur die Augen angreifen. Und mich dabei nicht von den Flammen treffen lassen oder sowas in der Art. Ach Gott. Oh nein! Ach Gott. Oh, die ist ja fies, die Phase. Okay, wo ist dieses Auge? So, Moment. Ich muss dieses Auge erwischen. Wie mache ich das am besten? Einmal muss ich noch treffen. So, ich hab's gleich. Weg. Ich hab das Auge gleich. Es ist nur eine Frage der Treffsicherheit, so. So. Oh, Vati kann mit Sicherheit ziemlich gut. Achso, ich muss es. Okay, gut. Gut, ich muss jetzt, wenn ich die zwei Augen zerstört habe, muss ich immer das Auge in der Mitte angreifen. Das bei Vati. So, und dann hat er auf einmal mehr Augen, wie mir scheint. Drei oder vier sogar. Vier. Erst zwei, dann vier. Gut. Das bedeutet auch zwei schwarze Sphären, oder? Nee, nur eine zum Glück. So, ich werde jetzt auch mal die erste Fee spielen. Oh, verdammt. So. So, Vati ist jetzt in der Mitte. Die schwarze Sphäre darf mich nicht erwischen, sonst verliere ich Herzen. Da ist das Auge. So, gut. Jetzt das Auge in der Mitte wieder angreifen. Oh, mal sehen. Oh, jetzt hat er vier schwarze Sphären. Und die Sphären sind nicht angreifbar. Das hört man. Oh, vielleicht mit dem Bogen abschießen? Oder vielleicht auch mit dem Krug einsaugen. Das wär's doch. Moment, eine der Sphären hat sich wieder in ein Auge verwandelt. Ja, vielleicht. Ach, das ist so eine Art Nebel. Hehe. Okay, ich brauche erstmal die zweite Fee. Erstmal gleich. So, dann brauche ich wieder den magischen Krug. So, jetzt brauche ich wieder... Ich nehme zur Sicherheit mal den Greifenmantel. Mit dem kann man nämlich ganz gut mal ausweichen. Verdammt. Noch eine Fee. Obwohl, vielleicht kann ich die Augen noch einsaugen. Nee, die Augen muss ich tatsächlich mit dem Schwert angreifen. Okay, erstes Auge erledigt, zweites Auge erledigt. Jetzt kommt gleich das dritte. Gut. Und nun das vierte. Ah, nee, nicht schon wieder. Da.
Gut, jetzt. Moment, was? Ach so, weil Vati sich die ganze Zeit wegteleportiert, kann ich ihn nicht treffen. Ja, gut, jetzt habe ich ihn getroffen. Gut, was als nächstes? Wieder das Gleiche. Oh Gott, jetzt haben wir wieder nur noch so wenig Herzen. Bitte, ich will jetzt nicht verlieren. Gut. Ist aber auch nett, dass Vati sich überall hin teleportiert. Gut. Okay, ich habe Vati wieder getroffen. Jetzt mal Nairus Talisman. Der war ja für die Defensive, wenn ich mich richtig erinnere. Gut. Oh je. So, jetzt. Und... Oh mein Gott. Gar nicht so schlecht. Ich habe dich unterschätzt. Gut, was sagst du dazu? Ich habe noch mehr Kraft angesammelt. Meine Dämonenkraft kannst du mit dem winzigen Schwert nicht besiegen. Oh Gott, was ist das jetzt? Muss ich vielleicht wieder was ansaugen? Oh Gott. Was ist das jetzt? Nee, okay, ich treffe mit dem Schwert scheinbar nicht. Da ist ein Auge in der Mitte. Ja. Aha. Das eine Ding ist rot geworden, vielleicht. Vielleicht ist das ein Hinweis für mich. Es sieht aus, als wenn ich Schaden machen würde. Oh, natürlich, vielleicht der Lichtbogen. Oder vielleicht brauche ich was anderes. Vielleicht brauche ich einen Boomerang oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Okay, der Boomerang scheint kein Schadensgeräusch zu machen. Ach, die Dinger kann ich kaputt machen, dann kriege ich Pfeile. Okay, das sagt eigentlich alles. Ich wünschte nur, ich würde bei diesem Mist hier auch Herzen kriegen. Ginge das vielleicht? Oh Gott. Nicht treffen lassen. Link, bist du bescheuert? Oh Gott, ich werde doch jetzt nicht schon wieder... Ein Herz. Oh mein Gott, ich kann Herzen kriegen. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch irgendwie ein bisschen Glück haben und mehr Herzen sammeln. Vielleicht, wenn ich Glück habe, kann ich auch noch eine Fee kriegen. Oh Gott, was mache ich denn da jetzt schon wieder? Und das kennen wir auch noch von einem anderen Gegner. Okay. Im Übrigen, diese neue Form von Vati mag ich überhaupt nicht. Und ich treffe. Das sehe ich. Ich sehe, dass ich treffe. Es macht ein Schadensgeräusch. Ich werde es weiter versuchen. Ich glaube, ich verstehe. Ich muss alle vier Seiten auf einmal aktivieren, oder? Oh, verdammt, was habe ich denn jetzt schon wieder angestellt? Okay. Vielleicht... Wenn ich es so mache. Ich meine, das muss doch ein Zeichen sein, dass... Ach, was soll's.
erstmal versuchen, wieder an ein paar Herzen ranzukommen. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich habe doch mit dem Schwert draufgeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich Schaden mache oder nicht. Ich glaube ja, dass ich keinen mache. Oh nein. Ich bin gegen so ein Ding gelaufen und bin wieder gestorben. Juhu. Da ich vermutlich wieder zu dieser Form hinspielen muss, werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde nochmal schneiden. Bis ich wieder am Anfang dieser Form bin. Keine Angst, ich werde nicht nachgucken, was ich tun muss. Ich werde lediglich wieder bis dahin spielen. Ich will das blind lassen. Und ich muss sagen, also jetzt mal so mein Fazit bislang zu dem Boss. Auch wenn ich jetzt schon wieder verreckt bin. Er ist leichter als Marado in Spirit Tracks. Wesentlich leichter. Aber er ist Scheibe, weil man erstmal rausfinden muss, was man bei ihm machen muss. Und in diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder bei der zweiten Phase von Vati. Ich habe wieder bis hierher gespielt. Ich habe jetzt noch insgesamt zwei Feen. Und ich habe immer noch keinen Plan, wie die Phase funktioniert. Ich glaube, Pfeile haben was gebracht. War das nicht so? Vielleicht muss ich ja alle Augen abschießen, bevor ich irgendwas machen kann. Okay, so hier hin. Und, hä? Manche sind blau, manche sind rot. Die roten sind offen. Okay. Muss ich jetzt die roten nochmal mit Pfeilen abschießen? Mal sehen. Nee, das bringt scheinbar nichts. Hier sind doch die vier Teilungsfelder. Es sind vier Augen. Wer weiß, vielleicht muss ich ja nur... Oh, fu! Okay, vielleicht muss ich alle vier Augen treffen. Das wär's doch. Mit einem Schwert oder sowas. Das Schwert hat ja damals ein Schadensgeräusch gemacht. Ah, Mist. Oh, da hat mich Vati unnötig getroffen. So. So. Okay, ich werde das nochmal mit den Vierteilen versuchen. Ich darf mich einfach nur nicht treffen lassen. Oh, Mist. Okay. Ich darf mich nicht davon treffen lassen. Davon natürlich auch nicht. Ist klar. Gut. Ah, nein. Oh, Mist. Moment. Da war das Auge gerade ungeschützt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass vielleicht, wenn ich die anderen Augen mit einem Pfeil treffen muss, ich das in der Mitte auch mit einem Pfeil treffen muss. Das würde auch erklären, warum ich so viele Pfeile bekomme. Als eine Art Failsafe vom Spiel. Ja, das scheint Schaden zu machen. Okay. Vielleicht ist das der Schlüssel zu Vati. Okay, das scheinen wieder die gleichen Augen zu sein. Ja. Ja, tatsächlich. Okay, gleiches. Heißt das immer, ich muss die vorderen vier Augen treffen und die hinteren sind nur ein Schutz? Oh, oh. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen von gar nichts. So. Oh, nö. Na toll. Okay, zwei gleichzeitig treffen bringt auch nichts. Obwohl, vielleicht sind diesmal alle Augen verwundbar. Man weiß ja nie, das kann ja immer ein unterschiedliches Pattern haben. Also, Verhaltensmuster, sage ich jetzt mal. Nein. Okay, nee. Es sind immer die roten Augen. Okay. Dann sind die anderen sozusagen nur eine Verteidigung. Und ein Schutz für Vati. Alles klar. So, erstmal muss ich das Feld hier wieder clearen und weg. Nochmal ein paar Pfeile bekommen.
Gut. Jetzt lässt Swati wieder seine Felsen regnen. So. Oh, nö. Okay, soll ich meine... Ja, bevor irgendwas passiert, suche ich mal meine zweite Fee. Dann hole ich den Bogen wieder. Jetzt lässt er wieder das los. Gut, den drei bis vier Kugeln kann man ja ausweichen. Oder sind es mehr als drei bis vier Kugeln? Ah, Mist. Schnell, ah! Verdammt. Okay, ich habe ihn aber zweimal getroffen. Ob das jetzt schon als zwei Treffer oder ein Treffer gezählt hat, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben Vati Schaden gemacht. Das ist doch schon mal was. So. So, dann mache ich hier mal ein bisschen was weg von dem Zeug. Wer weiß, vielleicht findet sich hier noch das ein oder andere Herz. So. Ja, es sind wieder die gleichen vier Augen. Okay. Noch mal ein paar Pfeile nachladen. So. Eins, zwei, drei, vier. A-Knopf, A-Knopf, A-Knopf. So. Das ist wirklich Timing und schnell machen. Aber an sich ist die Phase, wenn man sie begriffen hat, einfach. Das ist gut. Mit einfach kann ich leben. So. Wie ist das Pattern jetzt? Wieder das gleiche? Wieder das gleiche. Okay. Irgendwie schade. Ich finde, er hätte auch mal ein anderes entwickeln können. Also wirklich auch mal die hinteren Augen oder mal seitlich. Ah, was mache ich denn da? Wollte doch das Schwert schon aufladen. Mensch. Falscher Knopf. Ah, was mache ich denn da? So. Okay, mit zwei Pfeilen getroffen wieder. Oh, welche Augen sind verletzlich? Ach! Diesmal sind es andere. Ach nee, doch nicht. Habe ich mich erstmal vertan. So, erstmal muss ich hier dieses Zeug wegmachen. Hm, nicht treffen lassen, Link. Und warum mache ich das ganze Zeug weg? Ganz einfach, damit ich nirgendwo gegenrenne und Schaden bekomme. So wie jetzt beinahe. Ja, jetzt kommt wieder das. Ah, jetzt hat er ein Feld zugemacht. Muss ich natürlich schnell wegmachen. Außerdem, ich habe in der ersten Aufnahme gesehen, hier sind Herzen manchmal drunter. Aber das scheint nur sehr selten der Fall zu sein, wenn es bis jetzt noch nicht wieder der Fall war. Meine Chancen sind höher, Pfeile zu bekommen. Das stört mich aber auch nicht. Apropos Pfeile, ich sollte mal wieder die Augen abschießen. Ich kann ja nicht immer nur putzen. So. Wobei, würde der Krug bei solchen Massen überhaupt helfen? Ich will mal was testen. Nee, der würde nicht helfen. Da hilft echt nur das Schwert. Aber gut. Jetzt wäre die perfekte Gelegenheit gewesen. So, ausweichen. Eins, zwei, drei, vier. A-Knopf. Okay, ich habe drei Pfeile. Mit drei Pfeilen habe ich getroffen. Zumindest kam dreimal Schadensgeräusch. So. Das nicht. Wieder das gleiche. Wie lange dauert die Phase denn? Ich treffe und treffe und treffe. Das kann doch nicht wahr sein. Muss ich etwa 10, 12 Mal treffen, bevor er überhaupt eine Reaktion zeigt oder wie? Oder mache ich überhaupt keinen wirklichen Schaden? Auf jeden Fall ist es verrückt. So. So, nicht aus Versehen auf ein anderes Feld kommen. Nicht treffen lassen.
Was? Er hat sich gleich zugemacht wieder. Moment. Das ist doch eines der oberen vier. Hat er jetzt ein anderes... Muss ich vielleicht dreimal von jeder Seite oder wie? Oh, das könnte sein. Dann ist die Phase noch ein bisschen trickiger, als ich gedacht habe. Das ist gut. Kein Problem. Solange war die nicht das... solange war die nicht die Felder bedeckt. Ah, oder mich trifft. Okay. Welche sind es diesmal? Diesmal sind es nicht die. Moment. Okay, hier. Da. Okay. Eins. Er bereitet jetzt eine Attacke vor. Irgendeine. Okay, es sind zum Glück nur Felsen. Haarknopf. Gut, welche Augen sind es diesmal? Wahrscheinlich wieder die Seite? Ja, gut. Mal kurz nach ein paar Pfeilen suchen. Ich habe zwar noch 83, beziehungsweise ein bisschen weniger als 80 hatte ich vor dieser ganzen Geschichte. So. Jetzt hoch. Oh, das waren drei unglückliche Treffer. Die darf ich nicht wieder haben. Okay. Das zweite Auge, dritte Auge, vierte Auge. Gut. Gut. In welche Richtung gehen die denn? Ach, die sind in verschiedene Richtungen gegangen. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, nö. Schon wieder getroffen. Nicht gut. Jetzt nur nicht übermütig werden, Scarlett. So. Gut. Aha. Jetzt hat er wieder von vorne, oder was? Ja. Wie viel Mal muss ich ihn noch treffen? Er kann nicht unbesiegbar sein. Okay, dreimal. So, Moment. Das ist schädlich, das ist schädlich. Ach nee. Oder? Ist das überhaupt schädlich? Das sehe ich ja, wenn es hier ist. So gut. So, ich lade mal Pfeile nach. Ja, er hat ein Feld dicht gemacht. Zwar keines, das ich explizit brauche momentan, aber er hat es dicht gemacht. Gut. Oder muss ich mit dem Schwert... Ich muss... Mit dem Schwert kann ich ihm auch schaden. Die Frage ist nur, wie gut. Oder vielleicht muss ich ihn mit dem Lichtbogen treffen. Das wäre es natürlich. Das wäre natürlich super klasse. Also im Sinne von Timing und so weiter. Das war im Übrigen Sarkasmus. Das vergesse ich immer, wenn ich mich konzentriere, das anzusagen, dass ich manchmal sarkastisch bin. So. Gut. Oh, nö.
Ah, ich bin schon wieder getroffen worden. Na gut. Aber noch braucht die Fee noch nicht. Das ist schon mal... Och nö. Mist. Da hat er gerade Glück gehabt. So. 1, 2, 3, 4. Oh, Mist. Was kann ihm schaden? Jetzt habe ich so unnötige Treffer. Ja, toll. Heißt das vielleicht, dass das der letzte Treffer ist, den ich brauche? Das wäre natürlich toll. Schade, war es immer noch nicht. So. Oh, die geht mir hinterher. Kann das sein? Nee, jetzt bewegt er sich bloß ein bisschen öfter. Und mehr. Also seine Bewegungen werden schneller, bevor er Attacken loslässt. Oh, nö. So. Weg da. Ah, jetzt verstehe ich. Er versucht, mich von den Feldern wegzudrängen. Und natürlich, weil ich ihn berühre. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da. Oi. Nee, da habe ich das falsche Feld getroffen. Oh oh. Oh nö. Na, noch nicht. Obwohl, jetzt brauche ich die Fee. Aber das macht keinen Sinn. Ich müsste doch eigentlich diese Phase schaffen. Das ist ein richtiges Geduldsspiel. Oder ich mach's komplett falsch und das die ganze Zeit. Oh, bitte nicht. Oh nein! Oh, das ist fies! Och nö! Ach, die ist so ein... Ich will nicht fluchen. Ich werde nicht fluchen. Ah-ah. Du kriegst mich nicht dazu zu fluchen. Ich schaff das. Ich kann diesen Boss. Ich werde ihn besiegen. Ich gebe jetzt nicht auf. Oh, er hat natürlich gewartet, bis ich... Aber ich muss sagen, er macht sich gut, obwohl... Ich hoffe, dass das seine letzte Phase ist, weil ich schon wieder nichts zum Heilen habe und ich nicht schon wieder schneiden will. Mal sehen.
Oh Gott, nur noch 4 und ein Viertel Herz. Das passt ja. Oh nein, nur noch 4 Herzen. Och nö! Okay, das ist mir jetzt zu blöd. Ich mache jetzt hier erstmal die Gegend sauber mit einer großen Wirbelattacke. Natürlich, ich werde von allem und jedem getroffen. Das ist also nur noch so ein verzweifeltes Ding. Einfach um mehr Befähigungsfreiheit zu haben, oder wie? Ja. Natürlich! Du musst mich trollen, oder, Marty? Marty war die ganze Zeit so ein Troll. Nein, verdammt! Aber gut, dass er mich nicht auf die richtigen Felder lassen will. Es nützt ihm alles nichts, irgendwann treffe ich ihn ja doch. Mache ich ihm eigentlich überhaupt Schaden? Oder macht er mir nur die ganze Zeit Schaden? So. Ich treffe und treffe und treffe und es hilft nichts. Das kann nicht wahr sein. Das ist nicht euer Ernst. Was wurde da nur geraucht? Ja klar. Ja klar, jetzt habe ich nur noch zwei Dreiviertel Herzen. Oder nee, ein Dreiviertel Herz. Super, ich bin wieder am Verlieren. Ist doch am Arsch. Drecksboss. Oh, er hat mich so weit. Ich fluche. Das passiert selten. Toll, ich bin auf einem Herz und... Nein, jetzt ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das darf nicht sein. Ich bin ein Dämon. Ich bin mächtiger als alle anderen. Ich kann auch nicht gegen ein Kind verlieren. Keine Ahnung. Das hast du gut gemacht. Jetzt lass uns schnell Zelda vom Fluch befreien. Ja, wir haben's geschafft. Nur noch ein Herz. Wir haben Zelda gerettet und... Ja, was machen wir jetzt? Gut, Link. Jetzt verwandle Zelda mit der Kraft des Schwerts der Vier zurück. Wie war das nochmal mit der Wirbelattacke, oder? Ja. Oh. Link, danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen. In meinen Träumen. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück kamen wir noch rechtzeitig. Oh nein. Oh nein, das Schloss stürzt ein. Müsst du schnell hier raus. Los, lauf! Nanu, der Ausgang ist blockiert. Dann schnell, zur Heiligen Stätte. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt mit Zelda zusammen zur Heiligen Stätte. Während das dunkle Schloss Hyrule zerfällt. Okay, wo war nochmal die heilige Stätte jetzt genau? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ja, okay, von hier aus komme ich doch ziemlich gut hin. Was ist eigentlich hier? Hier war doch was zum Heilen und so. Ja! Oh mein Gott! Vielleicht sollte ich das mal in Anspruch nehmen. Mich komplett aufladen und so weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Vati noch nicht besiegt ist. Vor
allen Dingen, Marado zum Beispiel hatte ja auch 3 Phasen. So. Was ich jetzt noch mache, ist alle 4 Flaschen auffüllen. Achso, A und B. Achso, ja, natürlich, ich brauche ja das Schwert. Gut, eine Fee. Ah, nein! Oh, Mist. Ja. Fee statt zum Heilen, zum... Nein! Oh. Damn it. Okay. Mit dem Schwert kaputt machen und dann gleich A drücken. Gut, zweite Fee. Ich darf jetzt nicht zu nervös werden. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass es noch nicht vorbei ist, sollte ich nicht zu nervös werden. So, Bomben. Besonders die Bomben freuen mich, falls wir die auch noch brauchen. So. Oder wisst ihr was? Ich werde die Gelegenheit nutzen, um nochmal zu schneiden. Nicht, weil ich jetzt irgendwie mich spoilern will oder so, sondern einfach, ich bin so nervös. Ich brauche was zu trinken. Ich will mal auf Klo gehen. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin nervös und ich habe eine nervöse Blase, was das jetzt momentan angeht. Deswegen, ich schneide kurz. Und, keine Angst, das kommt alles in einen Part. Also, ich werde dann gleich, weiter aufnehmen. Keine Sorge. Ich werde dann auch schon die 4. Fee gefangen haben und alles. Daher, bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe meine körperlichen Bedürfnisse erfüllt, also getrunken, gegessen und mich ein bisschen beruhigt. Denn ich glaube, das Ganze ist hier einfach noch nicht vorbei. Das ist Zelda. Zelda hat normalerweise mehrere Phasen beim Endboss und das sind meistens mehr als 2. Außerdem, Zelda ist ja jetzt bei uns, also die Prinzessin. Und ich denke, da kommt jetzt noch was. Deswegen habe ich mich gut vorbereitet, nochmal abgespeichert und hier Feen. Ich ja, habe mich auch ein wenig beruhigt und ich denke, wir sollten jetzt schnell zur Heiligen Stätte laufen. So. Wieso war mir das klar? Das war doch klar, dass ihr mir nicht entkommt. Ihr sollt die Kraft des Dämons Vati, der das Force erlangt hat, erfahren. Okay, in dieser Phase brauchen wir was mit Minish. Das war klar, dass sowas noch kommt. Und okay, er hat Arme und Augen. Augen angreifen klappt nicht. Augen mit Pfeile abschießen geht auch nicht. Er hat wieder Blitzkugeln und er hat Arme. Okay, was muss ich mit den Armen machen? Vielleicht muss ich sie abschießen. Irgendwie hier ins Schultergelenk schießen oder so. Ah! Er trifft mies mit diesen Blitzdingern. Okay, die Arme machen Kreisattacken. Was mache ich denn damit? Vielleicht mit dem Bumerang ablenken oder sowas? Ugh. Ausweichen. Er versenkt die Arme im Boden. Und schickt sie an anderer Stelle wieder raus. Wie holt man etwas aus dem Boden? Muss ich sie ausgraben? Also, ich versuche jetzt irgendwie zu gucken, wie der Boss funktioniert. Und vielleicht einsaugen? So, okay. Gehen wir einfach nach der Reihe durch. Wurmstab. Ja! Oh mein Gott! Da ist ein kleines Loch. Minish werden? Und da irgendwie... Mach die, du Arsch! Oh nein, jetzt habe ich mich wieder vergrößert. So. Nein. Hoch und klein. Moment. Och nö. Ich habe nur ein Zeitlimit. Ich habe ein Zeitlimit. Ja, fuck. Aber der Wirbelstab beim Final Boss? Im Ernst? So, Moment. Gut. Wir wissen jetzt zumindest... teilweise, was ihr tun müsst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Link, klein machen, klein bleiben. Idiot. So,
Und jetzt da rein. Gut, wir haben es reingeschafft. Und okay, hier sind Augen. Die anderen gucken komisch. Okay, ich schätze mal das Auge. Okay. Das bebt. Raus hier. Okay, wir haben den Arm kaputt gemacht. Und da gibt es ein Herz für. Yes. Okay, ich vermute, wir müssen das mit beiden Armen machen. Der Arm wird hier irgendwo in der Nähe rauskommen. Wirbelstab. Wirbelstab. Los. Okay, das Auge wird mich davon abhalten, hinzulaufen. Wenn ich gleich drin bin, bei Vatis Arm, werde ich gleich meine Fee nutzen. Okay, hier brauche ich eine Lampe. Erstmal eine Fee. Dann die Lampe. Ah, okay, hier sind wieder so eine Augen. Das eine sieht mich immer an. Das nehme ich mir als erstes vor. So, gut. Raus hier. Und vergrößern. Ich würde sagen, jetzt benutze ich mal die zweite Fee. Okay, jetzt hat er Flügelchen und Augen. Ich nehme mal den Bogen. Okay. Okay, mit den Augen geht's nicht. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt vier teilen. Dachte ich mir. Ah, puh. Nicht gegen Vatikom. Und nichts von dem, was er mir entgegenballert, treffen lassen. Okay, gut. Oh, verdammt. Ausweichen. Okay, der macht da Laserstrahlen mit den Augen. Vielleicht muss ich die Laserstrahlen zurückwerfen. Oh, Mist. Das ist jetzt allerdings nur eine Vermutung. Oh, verdammt. Oh, hoffentlich wird das jetzt nicht wieder so ein Trial and Error wie damals bei Marado von Minish Cap. Ja. Okay. Jetzt mit dem Schwert. Nee, ach Gott, ich muss mich in... Oder muss ich mich in... Nee, ah, ich habe mich verguckt. Ich habe gedacht, da wäre ein Loch, aber da ist kein Loch. Ich muss mich nicht wieder in einen Minish verwandeln. Aber Vati, du siehst aus wie ein sehr niedlicher kleiner Dämon. Muss man echt sagen. Mist! Das war blöd. Verdammt. Ja, toll. Oh, Mist. Okay. Na, da habe ich nur ein Auge getroffen. Oh, das ist aber auch schwer, sich in der Viererformation zu bewegen. An sich. So, Moment. So, jetzt. Gut. Aufballern. Gut, das gleiche jetzt nochmal. Ich werde noch eine Fee benutzen. Einfach um ein bisschen Regenerationskraft zu haben. Ich nehme auch nochmal für den Notfall den Bogen mit, falls ich noch irgendwas mit dem Bogen machen muss. So, nochmal. Oh, nö. Verdammt mich. Ich bin runtergefallen. Ja, das war sehr blöd von mir. Okay, wenn wir das Timing gut erwischen, dann können wir das eigentlich noch ziemlich leicht machen. Also ich muss sagen, die dritte Phase ist genauso schwer wie die zweite. Verdammt. Na toll.
einen Schritt weiter und ich hätte es geschafft. Gut, letzte Fee. Wir können das schaffen. Wir kriegen das hin. Wenn es vielleicht irgendeinen Weg gäbe, ihn zu stunnen, wäre das natürlich sehr gut. Nein! Ach Gott, jetzt habe ich nur zwei Augen getroffen. Mies. Wieso bin ich denn runtergefallen? Oh Mann, ich stelle mich echt doof an. Was soll's? Wir kriegen das schon hin. Na toll. Ich habe ein Auge getroffen. Aber hey, ich habe was getroffen. Das ist schon mal viel wert. Ein Schritt weiter nach unten und ich hätte es geschafft, wenn ich nur einen Schritt weiter oben gewesen wäre. Ach, dammit. Nicht geschafft. Wäre ich da doch einfach nur stehen geblieben. Okay, jetzt feuert er so einen Strahl. Ich stand so weit rechts. Nee, links. Los! Ja! Oh, gut! Und was? Habe ich es geschafft? So was Dummes. Was ist mit der Kraft des Force? Der dämonischen Kraft. Oh je, da passiert was. Ja, er ist besiegt. Oh mein Gott, ich habe Barty geschafft. Oder kommt noch eine Phase? Ich sag mal lieber nichts. Moment. Da ist eine Kappe. Oh, Link. Schön, dass dir nichts passiert ist. Du hast Barty besiegt, das ist gut. Aber wir haben so viel verloren. Das Schloss, all die Menschen. Ezelo! Ach, er scheint sich wieder zurück zu verwandeln. Oh, wer hätte das gedacht? Nun, da Barty besiegt ist, ist auch sein Fluch von mir gewichen. Mein Name ist Ezelo. Ich bin der Weise von Telloria. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters geschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir, viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört, doch gebt die Hoffnung nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt habe, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Ach, Zelda muss die Mütze tragen. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nun, Zelda, bete inbrünstig für deinen Wunsch. Das tut sie. Und alles verwandelt sich wieder zurück in den ursprünglichen Zustand. Alle Menschen werden wieder normal. Und die Monster verschwinden. Und auch die heilige Stätte. Oder vielmehr der Garten davor verwandelt sich wieder zurück. Oh, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Ich glaube, ich müsste Ezelo eigentlich höher sprechen, oder? Weil er ja ein Minnisch ist. Oh, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Alle Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Meine Stimme ebenfalls. Ja, ich spüre die Lebenskraft überquellen. Selbst die magische Mütze erzittert vor solcher Energie. Die Mütze heißt Münze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers. Weil Barty so ein böses Herz hatte, wurde er zu einem Dämon.
Doch Zeldas Wunsch und die Kraft des Force konnten ein Wunder vollbringen. Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Tyloria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt sich wieder. Ich kehre zurück nach Tyloria. Ich weiß, durch meine Schuld geschah viel Leid, doch das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt Hyrule wieder im alten Glanz. Link, unsere Reise hatte durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Nimm bitte dieses Geschenk. Eine Mütze! Eine normale Mütze. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht dir, kleiner Held. Alles Gute. Och nö. Ist wieder ein Minish. Lebe wohl. Oh. Also ich muss sagen, Ezelo war mir sympathisch. Das tut mir weh. Tja, und damit sind wir in den Credits von The Legend of Zelda Minish Cap. Wir haben den Endboss besiegt. Natürlich, das ist noch nicht das Ende des Let's Plays, aber jetzt erst einmal mein kleines Fazit. Oh, nette Zeichnung von Zelda. Erstmal mein kleines Fazit zum Endboss. Also Phase 1 war machbar, nachdem man begriffen hat, um was es ging. Phase 2 war scheiße im Verhältnis. Also das war meiner Meinung nach die dämlichste Phase. Ezelo! Und ja, Phase 3, ich hätte nie mit dem Wirbelstab als Item gerechnet, bin ich ehrlich. Und ja, wenn man das Timing hat, kriegt man es hin, also es war machbar. So, und jetzt mein Fazit allgemein, so als Zelda-Endboss, also von denen, die ich kenne, war es mit einer der einfacheren. Das heißt jetzt nicht, dass er schwieriger sein müsste. Er ist ein Zelda-Endboss, ist definitiv würdig, der Dämon Vati. Allerdings, ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Marado in Spirit Tracks vergleiche, war Vati einfacher. Oh, der Minish ist so süß. Das ist niedlich, mit dem Kleeblatt. Ein Waldminish. Na gut, was kann ich sonst noch dazu sagen? Jetzt mal so mein Fazit allgemein zu Minish Cap. Ein sehr schönes Zelda. Da hat Capcom, das ist ja von Capcom entwickelt worden, sehr große Arbeit geleistet. Das ist ja das dritte Zelda, das sie jetzt schon entwickelt haben, wenn man die Oracle-Teile mitrechnet. Dementsprechend hatten sie auch Erfahrung darin, haben das auch gut gemacht. Es war was anderes als das, was man von Zelda gewohnt ist. Und ich muss sagen, hallo Vati. Nein, das muss ich jetzt nicht sagen. Also ich wollte eigentlich sagen, es ist ein gutes Zelda, es ist teilweise schwer. Und wenn man sich wirklich reinkniet, ein bisschen Skills zeigt und gut arbeitet, dann kann man es wirklich gut schaffen. Die Dungeons waren alle sehr gut durchdacht. Ich fand es sehr toll, dass man mit diesen zwei Dimensionen gearbeitet hat, als Minish und als Mensch. An sich, was die ganze Questsammelei angeht, also an sich hat mir das Ganze mit den Glücksfragmenten gefallen. Mir fehlen ja noch zwei Stück. Ich werde mal gucken, vielleicht finde ich die, vielleicht nicht. Die Herzteile waren auch eigentlich, bis auf das Hühnerherzteil, eigentlich ganz gut machbar. Ein Herzteil neben diesem steht noch aus, das müssen wir auch noch holen, weil es geht ja nach den Credits noch weiter. Und an sich immer dieses Schwert vervielfältigen und alles schaffen und was? Hiermit endet das erste Abenteuer von Link. Doch was wird die Zukunft Link und Zelda und den Hylianern noch bringen? So geht die Geschichte weiter. Damit ist es nämlich noch nicht zu Ende. Solange die Kraft des Forces es will. Ja, in der Timeline ist Minish Cap ja das zweite Zelda, soweit ich mich erinnere. Da kam ja Skyward Sword, Minish Cap und dann ging es Richtung OOT, oder nicht?
Na gut, also jetzt nochmal ganz kurz mein Fazit zum Minish Cap. Nochmal zu den ganzen Minigames, Nebenquests und so weiter. Also, es sind viele Nebenquests. Es ist teilweise ein bisschen seltsam, dass man keine Hinweise auf die Glücksfragmente bekommt. Deswegen fehlen mir ja jetzt auch noch zwei. Die Hühnerquest ist bescheiden. Ich werde es vielleicht nochmal versuchen, vielleicht auch nicht. Dann lasse ich vielleicht ein Herzteil aus. Dann habe ich zwar nicht alle, sondern alle bis auf eines und kann sagen, wo das letzte ist. Das muss ich noch schauen. Ich weiß, dass uns jetzt noch einige Sachen erwarten. Und an sich mein gesamtes Fazit zum Minish Cap. Ich finde es gut. Ich finde es bloß schade, dass die europäische Version noch einen Bug hat, wie ich ja in den Kommentaren ziemlich am Anfang des Projekts schon erfahren habe. Diese Geschichte mit Frau Rohre, die ich schon ein paar Mal im Let's Play erwähnt habe. Aber an sich, Minish Cap ist ein solides Zelda. Ich mag es. Es hat mir sehr gefallen. Es ist jetzt nicht das beste Zelda. Darüber streiten sich ja sowieso die Geister. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Doch, im Allgemeinen hat es mir sehr gut gefallen. Es ist ja noch nicht ganz zu Ende. Wenn dann der letzte Part des Projekts ist, werde ich dann nochmal ein Gesamtfazit abgeben. Und ich würde sagen, damit speichern wir und gucken, was uns noch erwartet. Und Moment mal. Wieso? Achso, ich habe aus Versehen auf den B-Knopf gedrückt. Deswegen habe ich auch gerade mit der Maus geklickt. Ich habe gedacht, der Emu hätte irgendwie verkackt. Na gut, The Legend of Zelda, Minish Cap. Hier sehen wir auch nochmal den Title Screen. Und ich würde sagen, hier würde ich dann den Part beenden. Im nächsten Part, es ist ja noch nicht der letzte gewesen, gehen wir dann über ins Postgame. In diesem Sinne, nach diesem langen, schweren und tollen Endbosskampf sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Bye, bye.